Es war wieder ein Fest für die Sinne. Die Besten der Young Academy Rostock, kurz JARO, zeigten ihre Kunstfertigkeit am 9. Juni in der Konzertreihe Klassik im Kraftwerk der Stadtwerke Rostock AG. Längst ist diese Veranstaltung an diesem ungewöhnlichen Ort selbst zum Klassiker geworden. Es ist die 8. Veranstaltung, die wir heute machen mit Klassik im Kraftwerk. Und ja, warum immer wieder? Weil das eine ganz tolle Veranstaltung ist. Wir haben hier ein ganz besonderes Ambiente. Wir haben die technischen Anlagen und wir haben ganz junge Künstler, die fantastisch uns mit ihren Instrumenten Stücke vorspielen. Und das ist einfach eine ganz wunderbare Atmosphäre. Für die JARO ist es eines von 4 Konzerten im Jahr, die speziell von den Stadtwerken Rostock unterstützt werden. Die jungen Musikschaffenden der JARO erhalten neben der intensiven Förderung durch die Musikschulen und die Hochschule für Musik und Theater auf diesen Konzerten die Möglichkeit, ihr Können vor Publikum unter Beweis zu stellen. Wie jedes Jahr ein tolles, ein abwechslungsreiches Programm. Viele neue Gesichter in der JARO, worüber wir uns ja immer sehr freuen, dass wieder neue Talente gefunden werden, die wir fördern können, die wir hier präsentieren können. Manche wirklich so tolle, energetische Talente. Also das wird ein spannendes Programm. Die Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken Rostock und der JARO setzt sich neue Ziele. Unter dem Motto Energie für Nachwuchs möchten die Partner auch in anderen Städten des Landes für die Förderung von jungen Musiktalenten werben. Diese Initiative heißt Energie für Nachwuchs und wir wollen gerne in die Musikschulen gehen, den Musikschulen eine entsprechende Unterstützung anbieten, eine Verknüpfung mit der JARO. Und dazu wollen wir die Energieversorger hier im Land, insbesondere die Stadtwerke, mit auf die Reise nehmen, letzten Endes diese Energie für Nachwuchs auf das ganze Land zu übertragen. Wir haben einen ersten Partner gewinnen können. In Neubrandenburg stehen weitere Gespräche an. Wir wollen natürlich nichts unversucht lassen, das ganze Land hinter uns zu bekommen, im ganzen Land eine Situation zu schaffen, wo musikalische Nachwuchsförderung auf ganz neuen Beinen gestellt wird. Seit 10 Jahren gibt es die JARO. In den Konzerten manifestieren sich die Anstrengungen um die frühe Förderung von Talenten in wunderbaren Darbietungen. Hier wird Musik nicht nur gespielt, hier wird Musik gelebt.